2022 war für die Anleger ein hartes Jahr, aber ausgerechnet die Börsen in Argentinien und in der Türkei sind durch die Decke gegangen. Warum gerade die und was muss man wissen und beachten, wenn man in diese Länder jetzt investiert? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Wir feiern dieses Jahr ein tolles Jubiläum. 100 Jahre deutsche Hyperinflation. Die war 1923 oder 1923 war zumindest das Jahr, in dem die dann komplett eskaliert ist. Und dadurch, dass das deutsche Geld im letzten Jahrhundert ja zweimal kaputt gegangen ist und damit die Leute ruiniert hat, dadurch haben die deutschen Anleger, wenn es um Inflation geht, inzwischen einen Hau weg. Das hat man zumindest immer wieder gesagt, auch vor ein, zwei Jahren wieder. Ha, 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 die Kleinanleger, die schieben wieder Inflationspanik, weil sie die Lage nicht begreifen. Anscheinend haben sie sie aber doch ganz gut begriffen, weil der Inflationsschub kam dann ja wirklich auch schon vor dem Ukraine-Krieg wohlgemerkt. Und die Notenbanken, die ihn erst für vorübergehend erklärt haben, die haben dann alle schwer zurückrudern müssen. Auch heute gibt es Länder, wo die Inflation aus dem Ruder gelaufen ist und die bekanntesten davon sind die Türkei und Argentinien. Und trotzdem sind das genau die Länder, wo die Börsen letztes Jahr geboomt haben, wo man richtig Geld verdient hat. Und wir erinnern uns ja noch dunkel, die meisten Börsen letztes Jahr, die sind ziemlich schlecht gelaufen. Und das wirft jetzt schon die Frage auf, warum sind ausgerechnet diese Börsen so gut gestiegen? Und ist es am Ende vielleicht sogar eine gute Idee, wenn man als Anleger genau in solche Länder investiert, wo die Inflation gerade außer Rand und Band ist und außer Kontrolle gelaufen? Es ist vielleicht nicht so absurd, wie es klingt. Das ist der ISE National Index, die 100 wichtigsten Aktien an der Börse Istanbul, der Einjahreschart von der Seite der Financial Times. Und man sieht hier ja sofort, es ist ein enorm starker Anstieg gewesen in diesem Krisenjahr von ungefähr 2000 Punkten auf über 5500 Punkte. Jetzt ein ganz leichter Rücksetzer, aber wir sind immer noch bei 5400 Punkte. Ein Anstieg in einem Jahr um 170%. Oder der Merval aus Argentinien, hier auch der Einjahreschart von TradingView, der ist letztes Jahr um 140% gestiegen und auch im neuen Jahr jetzt läuft es völlig ungebremst weiter nach oben. Seit dem 1. Januar ist er auch schon wieder 28% im Plus. Spektakulär. Jetzt sagen Sie natürlich völlig zu Recht, das sind doch Rallyes, die stattgefunden haben in angeschlagenen, dubiosen Währungsräumen. Was bringt mir sowas als Anleger? Ich brauche hier doch eine positive Rendite in Euro oder in Dollar. Nur, auch da sind diese Börsen stark gestiegen. Das ist von Reuters die Performance der wichtigsten MSCI-Indizes aus den Emerging Markets in Dollar 2022. Ich hoffe, man kann es sehen. Kommen Sie ruhig ein bisschen näher. Es sind nur ein paar ganz wenige Börsen gestiegen. Kleine Kursgewinne haben wir gehabt in Thailand, Brasilien, Peru. Chile war stark. Aber die Top-Börsen, auch in Dollar, das waren eben Argentinien mit plus 32% und die Türkei sogar mit plus 84%. Da hätten sie eben investiert sein müssen, da hätten sie dann auch letztes Jahr viel Geld verdient. Keine Sorge, ich war es auch nicht und das auch aus gutem Grund. Nehmen wir mal Argentinien. Sie erinnern sich vielleicht noch an frühere Argentinien-Videos hier. Ich habe immer betont, Argentinien an sich hätte Potenzial. Es könnte ein wohlhabendes Land sein. Es war ja auch mal sehr wohlhabend. Und es hat zum Teil auch sehr gute Unternehmen. Trotzdem, es ist ein Dauerkrisenstaat, weil es jahrzehntelang runtergewirtschaftet worden ist. Zum Teil auch von sehr wohlmeinenden Regierungen, die aber natürlich immer viel mehr versprochen haben, als sie dann halten konnten, vernünftigerweise.
Und seit 2019 ist die Regierung von Alberto Fernandez dran, unter Beteiligung der Linkspopulistin Cristina Fernandez de Kirchner. Und das lässt nichts Gutes ahnen. Man muss aber auch sagen, zur Ehrenrettung von dieser Regierung, sie hätte machen können, was sie wollte. Es hätte alles nichts geholfen am Ende, weil von dem Moment von dem sich abgezeichnet hat, dass das die neue Regierung werden könnte, da ist auch schon Panik ausgebrochen. Und die Börse ist eingebrochen und der Peso ist eingebrochen und die Argentinier sind wieder en masse in den Dollar geflüchtet. Mit anderen Worten, an dem Tag, an dem die Regierung angetreten ist, da hätte sie auch gleich Konkurs anmelden können. Das Land war in dem Moment im Prinzip schon pleite. Nur leider, auch dann muss es ja irgendwie weitergehen. Man kann ein Land ja nicht einfach abmelden und auflösen, wie bei einer GmbH. Auch wenn gerade hier ja viele glauben, sowas wie Staats-GmbH-Konstrukte, das wird es geben. Schön wär's. Einer der Unterschiede zwischen Unternehmen und Staaten ist ja zum Beispiel, dass bei Unternehmen Insolvenz Verschleppung strafbar ist. Aber wie auch immer, seitdem in Argentinien ein Elend hat das nächste gejagt wieder mal. Man hat mit Mühe und Not jetzt nochmal ein Rettungspaket zusammengekriegt mit dem IWF, wobei Teile der argentinischen Regierung immer noch sagen, dass man die IWF-Auflagen auf gar keinen Fall umsetzen will. Und es gibt immer mehr Eingriffe in die Wirtschaft und Exporte zum Beispiel. Mal werden sie subventioniert, mal werden sie dann wieder unterbunden. Zum Beispiel der Rindfleischexport, der ist zurzeit stark beschränkt, damit im Inland die Rindfleischpreise wieder fallen. Dabei wäre das einer der wichtigsten Devisenbringer. Und es gibt auch Devisenkontrollen, es gibt Kapitaleinfuhr- und Ausfuhrkontrollen und unterschiedliche Wechselkurse für unterschiedliche Wirtschaftsbereiche und, bringt aber natürlich alles nichts. Wer kann, der tauscht auf dem Schwarzmarkt und auch der offizielle Peso ist schwer im Sinkflug. Hier haben wir ihn zum Dollar. Trotz aller Einschränkungen seit einiger Zeit, bis jetzt hat man da den Verfall auch nicht aufhalten können. Innerhalb von 5 Jahren, wie man hier sieht, hat er sich gezehntelt zum Dollar. Das ist einfach auch die Entwicklung, gegen die Sie dann auch ankämpfen müssen als Investor. Da muss der Aktienmarkt schon sehr gut laufen, dass Sie das dann ausgleichen. Und der Peso-Verfall, der heizt natürlich die Inflation an und umgekehrt. Hier die argentinische Inflationsrate. Sie ist schon seit 2010 durchgehend bei über 20% pro Jahr. Und letztes Jahr, wo die Inflation weltweit dann stark gestiegen ist, da ist sie in Argentinien durch die Decke gegangen auf über 90%. Eine Folge vom Peso-Verfall, aber eben auch, weil in der Bevölkerung und in der Wirtschaft das Vertrauen in die Politik inzwischen gleich null ist. Aber ein paar gute Dinge gibt es auch in Argentinien. Zum Beispiel seit Sommer ein Wirtschaftsminister, der jetzt wirklich versucht, das Haushaltsdefizit runterzukriegen, Sergio Massa. Und den Anlegern, denen gefällt das natürlich sehr gut. Dann, die Wirtschaft ist inzwischen mehr oder weniger de-dollarisiert, könnte man sagen. Und dadurch ist sie auch gegen Wechselkursschwankungen relativ unempfindlich. Und die Notenbank, die ist auch ziemlich entschlossen eigentlich. Also der Leitzins liegt bei 70% im Moment. An der Geldpolitik liegt es nicht unbedingt mit dem Peso-Verfall. Und trotz der Rallye, die Bewertungen sind immer noch ziemlich niedrig. Das Durchschnitts-KGV vom MSCI Argentina Index, das war Ende Dezember bei 4 und das Kurs-Buchwert-Verhältnis bei 0,6. Weil die Unternehmen eben zum Teil auch schon gut angepasst sind an die Inflation, weil sie Preissteigerungen weiterreichen können oder auch zum Beispiel, weil sie als Exportunternehmen vielleicht vom niedrigen Peso profitieren. Und es ist eben oft so, dass man in solchen Inflationsphasen auch deutlich steigende Unternehmensgewinne sieht, auch wenn die natürlich zum Teil nur nominal sind. Es ist nicht bei allen Unternehmen so, aber eben bei vielen.
Und darum gibt es von uns auch nächste Woche einen Zukunftsmärkte-Report, in dem wir ein paar argentinische Einzelaktien vorstellen, die sie in Deutschland handeln können. Und wie es eben bei denen so läuft und gelaufen ist und wie die bewertet sind, eben für diejenigen, die sich vorstellen könnten, dass sie sich an diese Argentinien-Rallye vielleicht noch ranwagen oder einfach auch nur die Unternehmen für später auf die Watchlist für irgendwann mal. Und die Reports von uns, die sind gratis. Sie müssen sich nur einmal eintragen dafür auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier dann auch noch mal unter dem Beitrag. Nächste Woche also mit Aktien aus Argentinien. Wie sieht's mit der Türkei aus? Same, same, but different. Die Türkei ist strukturell viel weniger angeschlagen als Argentinien und sie ist auch nicht überschuldet. Die Schulden zum Bruttoinlandsprodukt sind da jetzt wahrscheinlich ungefähr bei 45%. Das ist noch sehr solide. Und über die Lira-Krise, da habe ich hier ja auch schon zig Videos gemacht. Es gibt inzwischen sogar schon eine eigene Playlist dafür zur Türkei-Krise. Und wie hier schon oft gesagt, seit 20 Jahren ist Erdogan am Ruder und seine Wirtschaftsbilanz, die wäre eigentlich glänzend, wenn nicht die Geschichte wäre mit der Inflation und mit den Leitzinsen. Die Türkei hat einen langen Boom hinter sich und was die Inflation betrifft, da ist sie immer relativ hart am Wind gesegelt. Das ist die Inflation der letzten 10 Jahre von Trading Economics, die Grafik. Sie war immer relativ hoch, das hat man aber hingenommen. Nur 2018 ist es dann eskaliert, da ist sie auf über 20% hochgeschossen und man hat das schon erfolgreich wieder eingebremst durch Leitzinserhöhungen. Es hat also schon funktioniert, das ist wichtig. Aber dann ist Erdogan um die Ecke gekommen und hat gesagt, Leitzinserhöhungen, nicht mit mir. Und seitdem hat er vier Notenbankenchefs, die versucht haben, die Inflation mit Leitzinserhöhungen zu bekämpfen, die hat er gefeuert. Und dadurch ist das Vertrauen in die türkische Geldpolitik aber jetzt eben innerhalb von wenigen Jahren komplett erodiert. Und als dann weltweit der große Inflationsschub gekommen ist, Ende 2021, da war die Türkei völlig schutzlos dem ausgeliefert. Und die Inflation ist gestiegen eben zum Teil auf bis zu über 85%. Und in der gleichen Zeit, nämlich im November, da hat aber die türkische Notenbank den Leitzins nochmal abgesenkt auf 9%. Und das spricht natürlich Bände. Und hier haben wir den Salat. Die türkische Lira zum Dollar, die letzten 5 Jahre, sie ist um 80% gefallen. Das war ein Crash mit Ansage. Und das in einem Land, in dem der private Sektor immer noch mit 160 Milliarden Dollar verschuldet ist in ausländischer Währung. Also eine andere Ausgangssituation auch als in Argentinien. Aber bei der Währung im Ergebnis das Gleiche. Und wie immer, Währungsverfall und Inflation schaukeln sich eben auch noch gegenseitig hoch. Trotzdem haben wir auch in der Türkei eine Aktienmarktrallye gehabt und auch türkische Aktien sind noch niedrig bewertet mit einem KGV beim MSCI Türkei Index von 5,8, allerdings mit einem höheren Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,8. Und angeblich wird die Rallye in der Türkei außerdem zusätzlich noch hochgetrieben, gerade von Anlegern aus Russland. Genauso wie es auch mit den türkischen Immobilien ist gerade. Viele Russen, die wollen in Russland nicht mehr investieren. Im Westen können sie es aber nicht mehr. Aber in der Türkei, da geht's eben noch. Die Lage ist nicht aussichtslos für die Türkei, ich betone das immer wieder. Aber es steht und fällt jetzt mit der Geldpolitik. Nur, das ist inzwischen regelrecht ein Kulturkampf und Erdogan wird da nicht mehr zurückrudern. Und er hat zum Beispiel auch neulich erst gesagt, solange euer Bruder, also er, solange der in dieser Position ist, da werden die Zinsen mit jedem Tag, jeder Woche, jedem Monat fallen. Und damit ist aber auch völlig klar, wo da die Perspektive jetzt wäre für die Lira. Im Mai oder im Juni sind Wahlen. Man kann nicht sagen im Moment, ob Erdogan oder die AKP sich da nochmal durchsetzen. Aber wenn es da zu einem Machtwechsel kommen sollte und wenn eine ganz andere Regierung kommen sollte, die auch nur im Ansatz sagen würde, wir sind für eine Geldpolitik, die der Realität irgendwie wieder Rechnung trägt, dann kann das auch ganz schnell wieder drehen bei der Lira.
Und ein Regierungswechsel ist eben auch nicht völlig abwegig, weil die Inflation hat jetzt schon viele Leute in der Türkei hart getroffen. Und grundsätzlich zu Rallyes in schweren Inflationskrisen. Wie gesagt, wir sehen da oft steigende Unternehmensgewinne. Wir haben in diesen beiden Fällen auch noch niedrige Bewertungen. Es hat aber auch natürlich schon viele Anzeichen von so einem Crack-Up-Boom, dass eben das Kapital im Inland in alles flieht, auch in das man noch fliehen kann, Gold, Immobilien, Aktien, nur raus einfach aus der Lira und raus aus dem Peso. Und so eine Dynamik, die kann für ausländische Anleger auch interessant sein, natürlich. Man kann sich da schon mit dranhängen, wenn man weiß, was man tut und dass das Ganze eben schon spekulativ ist, weil letzten Endes es sind ja ungesunde Entwicklungen und die Währungen, wie gesagt, die hat man dann meistens auch noch gegen sich. Und so eine Flucht in Aktien in der inflationären Phase, das scheint dem zu widersprechen, was an unseren Börsen passiert ist letztes Jahr. Aber vergessen wir eins nicht, die Inflation ist ja auch in den USA und auch bei uns schon 2021 deutlich gestiegen und der DAX und der Dow waren Ende 2021 auf Allzeithochs. Und sie sind letztes Jahr dann nicht darum gefallen, weil die Inflation weiter gestiegen ist, sondern weil man plötzlich das schreckliche Gefühl gehabt hat, die Notenbanken könnten ja am Ende doch was dagegen tun. Und plötzlich ist dann die Fed schlimmer als Putin und die Rezession zusammen. Tun die Notenbanken genug oder tun sie vielleicht sogar schon zu viel und tun sie demnächst dann wieder weniger? Das ist natürlich die Frage aller Fragen gerade. Und angeblich spricht man ja sogar bei der EZB schon davon, dass man das Zinserhöhungstempo jetzt schon wieder verlangsamt. Dabei ist die EZB ja eigentlich gerade erst aufgewacht. Und die Realzinsen hier, die haben ja auch schon fast türkische Dimensionen. Und ich frage mich, ob Erdogan schon versucht hat, ob er Christine Lagarde vielleicht mal abwirbt für die türkische Notenbank. Weil die wäre da wirklich der erste Chef, mit dem er wirklich keinerlei Probleme hätte. Aber wir leben sowieso in merkwürdigen Zeiten. Die einen machen Videos von sich mit Böllern im Hintergrund und müssen dann zurücktreten. Die anderen sind schon verurteilt worden wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder und können aber trotzdem EZB-Chefin werden. Und auf der anderen Seite, was jetzt die Verteidigungsministerin betrifft, es stimmt natürlich auch nicht, dass dieses Amt jetzt so undankbar wäre, so wie jetzt alle sagen. Ursula von der Leyen ist danach ja auch noch was geworden, nämlich EU-Kommissionspräsidentin und Karl Theodor zu Guttenberg ja sogar Fernsehmoderator. Und jetzt haben wir ja auch schon wieder einen neuen Bundesverteidigungsminister, wie immer jemanden mit relativ geringer Erfahrung offenbar. Das ist dann wohl der rote Faden, der sich da durchzieht bei dem Ganzen. Und der beste Kommentar dazu, der ist von der Zeitschrift Titanic gekommen. Es hätte wahrscheinlichere Kandidaten gegeben, nämlich zum Beispiel Prinz Harry. Der hat nichts zu tun gerade, der hat außerdem wenigstens schon Kampferfahrung mit den Taliban und außerdem hat er sogar schon mal eine deutsche Uniform getragen. Ging seinerzeit ja auch durch die Presse. Das aber nur am Rande, wenn man sich hier auseinandersetzt mit so Ländern wie Argentinien oder mit der Türkei, dann kann einen sowieso nichts mehr schocken. Denken Sie daran, dass Sie sich noch eintragen für unseren nächsten Gratis-Zukunftsmärkte-Report mit Aktien aus Argentinien eben, falls Sie sich da noch einklinken wollen in die Rallye oder falls Sie da einfach interessiert sind an solchen Aktien. Sie bekommen den auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.